Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von League of Legends. Diesmal Twisted Fate haben wir am Start. Letztes Spiel war ja Orianna. Ist nicht super, super gut gelaufen. Aber ich habe Hoffnung auf dieses Spiel. Ich glaube wirklich, dass wir das schaffen könnten. Wenn die Leute loslaufen würden. Mal gucken, wir haben Brand als Gegner in der Mitte quasi. Jhin als ADC. Blitzcrank Support ist vielleicht auch noch, wo man drüber nachdenken könnte. Moment. Rengar Toplane mit Exhaust. Ist auch interessant, sag ich mal. Ist mir gerade erst aufgefallen. Na, schauen wir mal, wie das so läuft. Gegen Illaoi. Ich bin, habe ich ja schon öfter gesagt, ein Freund von Teleport. Ich finde Teleport ist wichtig. Vor allem auf der Toplane. Da ist der Weg ja noch wesentlich länger. Aber schauen wir mal. Ich glaube, wir könnten das auf jeden Fall schaffen. Oder besser gesagt, wir haben gute Voraussetzungen, das Spiel zu gewinnen. Sagen wir es mal so. Und Twisted Fate habe ich neulich im Arm gespielt und darum hatte ich jetzt irgendwie Lust drauf. Das heißt, das ist auch ein Champion, den ich jetzt nicht unbedingt super, super, super oft gespielt habe. Aber ist bei diesem Format ja irgendwie Standard. Und wenn man nicht zu den Minions läuft, dann ist es auch ein bisschen dumm. Oha. Oh, der Attack Speed ist aber Mods langsam. Der Auto Attack Damage ist ja ganz schön gering. Oh, ich bin immer noch rein. Ich bin echt reingelaufen. Ich habe die Karten auslaufen lassen. Ja, es fängt schon wieder gut an. Aber hat ja nichts zu heißen so am Anfang. So. Er hat aber auch irgendwie Damage bekommen. War, glaube ich, nicht nur durch meine Karte jetzt, dass er so relativ low war. Aber jetzt habe ich hier wieder. Habe ich meine Kärtchen bekommen. Damit kann ich schon ein bisschen besser. Oha. Besser farmen. War die AFK? Ne, die hat geflasht. Ja, krass. Dass er die so quasi gekillt hat. Weil ich meine, er war ja full life. Hm. Vielleicht ist sie auch einfach nur weggelaufen. Ja, müssen wir aufpassen. Jetzt sind wir natürlich. Ja, gut. Das konnte ich leider noch nicht so richtig dodgen. Okay, hat geflasht. Das ist schon mal ganz gut. So. Und ich habe jetzt auch. Habe mich bei dem Spiel wenigstens mal informiert, was so die Leute kaufen. Und was die Leute so skillen. Und die meisten Leute kaufen sich. Also skillen Q zweimal, bevor sie das I nehmen. Ich meine. Okay, Mana haben wir noch bekommen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie logisch, wenn man bedenkt, das E gibt der Attack Speed. Aber den braucht man am Anfang jetzt auch noch nicht so sehr. Ach so, ich dachte, der kommt jetzt. Habe ich mich verguckt. Okay, schade. Aber es war auch nicht so cool. Eigentlich wollte ich Blue. Ja, das mit dem Karten quasi legen. Muss man auch immer so ein bisschen S drauf haben. Aber das Tolle ist halt an Twisted Fate. Der kann halt sehr, sehr lange in der Midlane bleiben. Nicht nur, dass du den Sustain vor deinem Dorans hast. Sondern natürlich auch vor deiner blauen Karte. Aber irgendwie spiele ich echt. Ja, ich will schon sagen, scheiße. Also Farmen ist momentan noch nicht so drin. Wird später auf jeden Fall besser. Wenn man bedenkt, ich hab später die Möglichkeit quasi mit meinem Q auf jeden Fall die Caster Minions zu killen. Dann merkt man das auf jeden Fall.
Und ich muss mal gucken, ich glaube, ich muss mich gleich ein bisschen muten, das heißt, dass ich nichts mehr sage. Das muss ich aber, entscheide ich nachher. Das heißt, falls meine Stimme gleich weg ist, wisst ihr warum. Also, wisst ihr nicht, aber muss ich. Hat einfach den Grund, weil gleich Hintergrundgeräusche kommen werden, die ich am liebsten nicht in der Aufnahme drin hätte. Und irgendwas ist auch ganz komisch, das spielt schon wieder so aggressiv, aber macht ja schon, glaube ich, die ganze Zeit ein bisschen. Ich hätte aber trotzdem schon gerne mehr Farm irgendwie. So, jetzt haben wir die Ulti. Ja, ich sag, das Farmen läuft leider nicht so gut. Ah, eigentlich hätte ich da reingehen können, glaube ich. Mir überlegen, ob ich jetzt gleich mal einen Flash oder so. Ja, das wäre dumm. Aggressiv flashen ist immer nicht so gut. Aber ich könnte ihn jetzt gleich bekommen. Ja. Ich hab's gewusst. Aggressiv sein ist nie gut. Und ich habe natürlich Sechu nicht gesehen, habe nicht aufgepasst. Ich habe mich baiten lassen. Hier sind wir natürlich jetzt auch ein Stückchen. Naja. Könnte jetzt eigentlich auch, wie viel Cooldown hat die Ulti? Nicht so viel, ne? Benutze ich die jetzt, um auf die Lane zu kommen. Weil, ich meine. Dann verlieren wir nicht so viel Farm. Das kann man, glaube ich, auch mal machen. Jetzt vor allem im Early. Ja gut, jetzt wissen die Gegner, ja okay, der wird nicht ganken. Aber ich bin momentan eh nicht so in der Lage, gut zu ganken. Vielleicht ist auch die Lösung, ein bisschen aggressiver zu spielen, ihn reinzupushen so gut wie ich kann. Mal gucken, wie sich das so am Ende weiterentwickelt. Okay. Müssen wir ein bisschen auf den Lee aufpassen, der geht Counter-Jungeln. Mir natürlich den Lowsten von denen angreift. Bisschen schade. Okay. Da habe ich jetzt geflasht. Wollte ich jetzt nicht gegen zwei reingehen. Und da oben kommt auch eine Party, so ein bisschen runter. Ja, die Roaming Supporter. Aber ist auch vollkommen okay. Ja. Den hätte ich dodgen müssen. Oder ich hätte mich auch im End auch nicht so direkt igniten lassen sollen. Also, dass ich nicht gestunt werden kann. Das läuft wieder mal sehr gut. Naja, vielleicht ist jetzt ja wohl wieder die Zeit gekommen, wo es wieder so ein bisschen Dings gibt. So eine Losing Streak. Hatte ich ja mal von einer Weile. Aber es ist auch nicht so schlimm. Was schlimm ist, dass die sich aufteilen beide und nicht auf denselben gehen. Ich finde, zu Orakel zu fokussen wäre in dem Fall auch das Richtige gewesen. Gucken, vielleicht kann ich ja unten helfen mit meiner Ulti. Aber die wollen nicht aggressiv rein.
Ja, ich hätte auch Servus Orakel gefocust. Aus dem Grund. Weil die heilt halt einfach hoch. Und wenn man den Healer ausschaltet, dann kann der nicht mehr hochheilen. Hm. Aber ich bin natürlich direkt in der Mitte. Ich wäre mehr als gerackt. Gut. Na, jetzt habe ich dreimal nicht aus meinem Fehler gelernt. Ich hoffe, beim vierten Mal lerne ich draus. Nur noch sehr, sehr, sehr defensiv. Boah, dass er das gedodged hat, war wichtig. Nur noch sehr defensiv stehen und Co. Ich hätte am liebsten noch einen Pinkboard irgendwo, aber. Kann sich nicht alles gönnen. Ich muss doch eigentlich, müsste eigentlich versuchen zu roamen. Jetzt hat. Mit meiner Ulti. Erstens ist das, was so einen Twisted Fate auszeichnet. Und zweitens helfe ich natürlich so den anderen Lanes. Und hab das natürlich. Habt natürlich den Vorteil, dass Brand das nicht kann. Und mein Farm ist natürlich schon richtig scheiße. Aber vielleicht kann ich ja dann noch ein bisschen sowas rausholen. Am liebsten würde ich unten ganken. Aber die haben schon so stark gepusht. Also gucke ich mal, ob ich nach oben gehen kann. Ja gut, aber wenn er nicht mitkommt, dann geht es nicht. Ja, schade. Ja, der hat wahrscheinlich irgendwo einen World Cup. Hatte gesehen, dass ich gekommen bin. Aber ich muss jetzt leider die Mitte ein bisschen halten. Ungünstig. Ja. Habe ich natürlich echt einen scheiß Platz. Und er jagt mich einfach durch den Jungle, weil er kann. Mal gucken, ob er mich da abfangen will. Ja. Will er natürlich. Ah, das war schlecht. Das war super schlecht. Ich meine, ich habe sie gewusst, dass es macht. Wäre ja auch logisch. Da ist halt die Frage, warum bin ich denn da lang gelaufen? Es sind so viele. Ach, die sind wirklich richtig, richtig schlecht. Aber naja. So ist es halt. Ja, das Beste, was man jetzt so in der Situation machen kann, ist einfach versuchen, besser zu spielen. Also, so dumm es sich anhört. Ich habe vorhin schon gemeint, ja, ich muss dann vorsichtiger spielen. Was mache ich? Ich wollte ganken. Der Gank war nicht so erfolgreich, weil irgendwie hat die Illaoi so mehr oder weniger auf mich engaged, also sie ist auf mich draufgelaufen. Und das Problem ist, ich kann da nicht als Twisted Fate reingehen. Und dann hätte ich einfach direkt, als ich hier so hingegangen bin, habe ich gesehen, okay, der Brand ist hier, dann muss ich hier vorne durchgehen. Habe ich nicht gemacht. Dann habe ich mich chasen lassen, weil ich mich gezeigt habe. Und dann kam der Kill zustande. Kann man natürlich ein bisschen so reflektieren, warum was passiert ist und wie was passiert ist. Einfach nur versuchen, es nicht mehr passieren zu lassen. Und mal so einen kleinen Tipp an euch, weil ich das gerade so gelesen habe. Es ist nicht sinnvoll, wenn ihr jemand, der schlecht spielt, flamet. Ich meine, was soll denn passieren? Soll er sehen, ah, ich wurde geflamed. Ja, jetzt will ich natürlich sehr gut spielen. Natürlich nicht. Die Person wird dann sich denken, ah, was für ein Arschloch quasi. Der weiß ja gar nicht, was ich gerade durchmache. Und dann kriegen die Leute umso weniger Lust zu spielen. Also das ist so eine Kette. Deshalb niemals andere Leute flamen. Dann haben die gar keinen Bock mehr zu spielen und spielen dann auch nicht mehr so effektiv, weil wenn man keine Lust hat, spielt man nicht effektiv. Und das ist halt, ja wie gesagt, eine richtig heftige Kette. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hätte ich, wenn ich jetzt nicht streamen würde, hätte ich was geschrieben.
ich weiß ja auch nicht. Wir sind zwei Level unter Dings, unter einem Brand, der 5-0 steht. Und erwartet dann von mir, dass ich Hardcore reingehe. Die Sache ist die, selbst wenn ich jetzt versuchen würde, was zu erklären, hätte es gar keinen Sinn mehr. Weil ich meine, ich habe ja auch schlecht gespielt. So ist es ja nicht. Aber ein paar in diesem Team sind richtig hart getiltet. Und getiltet Leute, denen kann man das auch nicht mehr... Also die haben ihre eigene Meinung und die gehen davon auch nicht mehr runter. Ist halt leider so. Aber naja. Mal gucken. Ich kann ja nicht sagen, ob es jetzt schon verloren ist oder gewonnen ist. Außer natürlich, wenn alle aufgeben wollen. Ich glaube, wir sind alle auf so ein bisschen auf so einem. Ah, es ist verloren, halb. Und. Ich kann auch meine Ulti leider gerade nicht so gut einsetzen. Ich bin halt richtig weit hinterher. 40 Farm, 5 Kills. Es ist schon nicht so prickelnd. Gegnerische Lucian ist leider auch besser dabei. Toplane geht so. Okay, jetzt dachte ich schon, ich hätte mir den Farm verkackt. Und auch noch so eine Sache. Letztes Spiel habe ich ja leider zurückgeschrieben. War dumm von mir, habe ich ja selbst gesagt. Schreibt nie zurück. Ganz einfach, das hat den Grund. Wenn ihr jetzt zurückschreibt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dann der Gegner, euer Teammate noch mehr getiltet ist, weil der denkt sich, ja guck mal an, der ist viel schlechter als ich und will mir was schreiben. Er hat doch gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann setzt sich halt die Tilt-Reihe weiter voran. Und es ist ein endloser Kreislauf des Tiltens. Und außerdem konzentrieren sich dann die Spieler nur noch auf Schreiben, versuchen gute Argumente zu bringen. Obwohl, das heißt, versuchen gute Argumente zu bringen, manche vielleicht. Aber sie sind halt nicht mehr so bei der Sache. Botlane ist natürlich jetzt auch in der Bredouille. Ja, aber die spielen auch irgendwie gut im Team. Im Gegensatz mehr oder weniger zu uns. Habe ich so ein Gefühl. Oha, der wird einfach deleted. Ja, mal gucken. Also nächste Runde spiele ich natürlich kein Twisted Fate mehr. Aber auch irgendwie was anderes. Und dann gucken wir mal, ob das dann besser läuft. Ich bin auch nicht sicher, ob ich die Runde jetzt direkt im Anschluss spiele. Ich glaube eher nicht. Aber... Das... Das wird dann noch entschieden. Auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich sagen, das sieht er dann. Aber die Sache ist halt, die sieht er halt einfach nicht. Ich kann es natürlich dann sagen und würde es natürlich dann wahrscheinlich auch sagen. Uiuiuiui. Der meint es auch ernst. The chase is real, würde ich sagen. Der Lee noch einen Kill bekommt. Wahrscheinlich geht er für. Also dafür. Werden überall eingerissen. Ist auch schlecht.
Ich drücke natürlich noch schön auf Nein. Und mal gucken, vielleicht können wir das ja noch schaffen. Die ist Level 13. 3 Level höher als der Djinn. Das ist schon nicht so easy. Aber vielleicht ist er kurz vorm Level Up. Wahrscheinlich wird er kurz vorm Level Up sein. Alles andere wird ja nicht so viel Sinn machen. Schade, nicht viel Farben bekommen. Es ist auch eher so eine Sache zwischen Djinn und mir. Wir brauchen ja beide dringend den Farben. Und versuchen den natürlich auch zu bekommen. Ist ja auch logisch. Was ich eigentlich auch mal machen könnte. Ja, das Problem ist halt, ich wollte gerade sagen, was ich machen könnte, ist den Chat ganz wegmachen. Ist, glaube ich, das Allerbeste, wenn man den nicht da hat. Ich war ja früher mal LOL gespielt und war auch schon öfter mal toxisch. Also was heißt toxisch? Wenn ich geflamed wurde, habe ich getrollt. Weil ich da natürlich keinen Bock drauf hatte, dass mich da einfach jemand flamed. Und das Problem ist, so Kritik, die da die Leute bringen. Oha, das war ein ganz schön heftiger Brand-Tick. Die Kritik, wo die Leute immer bringen, ist oft nicht sehr, wie sagt man, konstruktiv. Sie ist oft nicht konstruktiv, sie ist oft eher einfach nur zerstörend, beleidigend, aggressiv. Und dann habe ich halt früher immer getrollt, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, den Chat richtig klein zu machen. Zum Beispiel, wenn ich den jetzt zuschaue. Ich kann ihn zwar schon lesen, aber ich muss mich halt drauf konzentrieren. Was man natürlich könnte man jetzt sagen, das ist ja dann richtig scheiße, dass ich mich drauf konzentrieren muss. Aber der Key Point quasi ist einfach, dass das ja der Grund ist, dass ich mich dann auf den Chat. Oh shit, Alter, macht die Damage. Der Keypoint ist dann, dass ich mich dann mit Absicht nicht auf den Chat konzentriere. Scheiße, Alter, ich werde hier gerade gerackt von den Dingern. Und halt mich aufs Spielen konzentriere. Dass ich mir quasi denke, ja, so viel Zeit will ich in den Chat gar nicht investieren. Man könnte den Chat aber auch rausschieben. Würde ich jedem empfehlen, der öfter mal toxisch ist. Das Problem an der Sache ist nur, dass es halt nun mal auch wichtige Meldungen darin gibt. Und Leute, die nicht gerade nur am Flamen sind. Und für solche Leute ist es dann natürlich extrem scheiße, wenn ja, einen Kill habe ich mir jetzt noch gegönnt. Eigentlich wollte ich den Tower defenden, aber Lee wollte den Tower gar nicht mit defenden, der wollte den Kill haben. Problem ist, Kills würde ich an der Stelle halt natürlich nicht hoch oder höher stellen. Ja, es ist eigentlich. Also halt, aber der wollte natürlich den Dings nicht, weil er dachte, dass es vorbei ist. Ist ganz logisch. Kann man nichts machen. Der Wille von den Leuten war schon früh gebrochen. Und das läuft halt nicht gut. Und das sind alle sehr toxisch. Ulti ist natürlich modstark von ihm. Naja, kann man nur GG schreiben. Das Scoreboard habe ich nicht gezeigt, aber ihr habt ja gesehen, es stand bei mir richtig scheiße und bei den anderen teilweise auch nicht ganz so gut. Wenigstens war es eine schnelle Runde. Vielleicht kriege ich ja dann noch eine hin, wo ich spielen kann direkt dann hinter. Aber mal gucken. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis demnächst.